Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Hot Pursuit. Jo, wir machen direkt weiter mit der Raser-Karriere, denn polizeitechnisch haben wir ja scheinbar nichts mehr offen. Wir machen Spoiled of Choice. Ja, nehmen wir mal einfach diesen Wagen, weil der noch nicht gefahren wurde von uns. Komm, wir nehmen mal Orange. Soll's. So. Gut, ich glaube, ich muss mich jetzt auch wieder ein bisschen einfahren. Ist nämlich schon wieder ein bisschen länger her. Die Uhr muss ich jetzt nochmal neu starten. Ich glaube. Ne. Wurde gerade nicht gestellt. Na egal. Komm, den Rest überspringen wir. So, und da stehen wir auch schon. Mit unserer Corvette. Mit unserer selbst gekauften Corvette wahrscheinlich, ne? Mhm. Okay. Fahren am besten mal direkt im Gegenverkehr und im Windschatten auch noch, um ein bisschen Nitro zu sammeln, damit wir gleich direkt auf Platz 1 kommen. So, hier ist aber irgendwie ein beliebter Startpunkt. Kann das? Weil hier startet man echt oft. Nicht nur bei Rennen, sondern auch Hot Pursuit technisch oder bei den Polizeiwagen auch manchmal. Komisch. Naja, okay. Habe ich ja nichts gegen, ist ja eine schöne Gegend. So, ein bisschen Nitro hinterher. Mal gucken, dass ich heute auch wieder ein bisschen mehr aufnehme, damit ich wieder ein bisschen, naja, Vorrat kann. Kann man nicht sagen. Damit ich für die nächsten 2 Tage wieder was habe. Damit ich nicht jeden Tag was aufnehmen muss. So, okay, ich könnte eigentlich nochmal ein bisschen im Gegenverkehr, um wieder ein bisschen Nitro abzuholen. Da vorne schon muss Lago vor uns. Ja, super. Aber die machen da schon einen schönen Unfall. Ja, er auch. Okay. Naja, habe ich nichts gegen. Zweiter Platz. Jetzt haben wir nur noch einen vor uns. Und 13,5 Kilometer. Passt schon. Das holen wir schon nach Hause. Ist halt auch alles ein bisschen mit Geduld verbunden. Verdammt, was macht denn da? So. So, noch ein bisschen Nitro hinterher. Und da kommen schon wieder alle angefahren. Im Rückspiegel. Hopp. Ja. Ja, wegen dem Autofahrer da gerade. So, aber hier können wir wieder ein bisschen Nitro sammeln. Wegen Abkürzen der Strecke. Und gleichzeitig haben wir natürlich noch eine kürzere Strecke vor uns. Okay. Das war schon mal ganz gut. Jetzt ist wieder einer direkt hinter uns. Aber es macht nichts mehr. So. Wir haben ein bisschen Nitro hinterher. So, Höchstgeschwindigkeit. Schon haben wir ihn. Alles kein Ding der Möglichkeit. War etwas eng genommen. Naja, okay. So. Die Abkürzung hätte ich jetzt gut nehmen können, aber. Nein. Das Schicksal wollte es nicht so, glaube ich. Naja. Gut. Wovon könnte ich dir wieder was erzählen? Ist ja mal so ein bisschen problematisch. Natürlich auch, weil ich da gegen dieses Auto gefahren bin und die gegen mich und überhaupt 5 Kilometer noch in diesem Vierter. Verkackte Kacke, ey. Na komm. So, Nitro hinterher. Noch ein bisschen Nitro einsammeln. Jo, ich habe jetzt auch mit meinem nächsten Projekt angefangen, da ja GTA San Andreas jetzt abgeschlossen ist. Oder wurde. Und ja, ihr habt vielleicht schon gesehen, Swords and Soldiers ist mein neues Let's Play, wo ich auch ein paar Let's Battles mit einbeziehen werde. Wow. Alter. Und jo, was gibt's dazu noch zu erzählen? Ja, weiß ich nicht. Ich hoffe natürlich, ihr guckt es und euch gefällt es. Ich hab's jetzt auch schon öfter gesagt, dass ich jetzt auch mehr Steam benutzen werde.
Was auch bedeutet, dass ich vielleicht ja mehr Spiele davon Let's Playe. Was vielleicht auch heißt, dass ich mal ein bisschen Errungenschaften freischalten will oder keine Ahnung, irgendwie sowas, was damit verbunden ist. Aber naja, erstmal holen wir uns den Sieg. Gold nehmen wir noch gerne mit. Relena passt schon. So, und wir steigen leider nicht auf. Aber ist okay. So, warte, ich gucke jetzt mal ganz kurz. Da haben wir nichts mehr. Da haben wir noch Schnelleinsatz zu erledigen. Da haben wir nichts mehr. Da haben wir noch einen Schnelleinsatz. Da haben wir auch noch was. Dann versuchen wir jetzt nochmal. Na komm. Den Schnelleinsatz Contact Sport. Das war doch irgend so eine Scheiß-Mission, glaube ich. Ich nehme jetzt nochmal den F1. Mal gucken, ob wir das dann schaffen. Unter 3 Minuten 50 müssen wir das Ganze schaffen. Und da bin ich jetzt ja schon einige Male dran verzweifelt, leider. Eine Trainingsübung, aber du wirst genauso versetzt, als wäre es eine echte Situation. Aber ich hoffe, dass ich das jetzt mal hinkriege. Weil wenn wir alles auf Gold haben bei der Polizei, dann hätten wir da schon mal gar nichts zu tun. Oder nichts mehr zu tun, außer eventuell noch ein paar Wagen zu fahren. Die wir jetzt noch freigeschaltet hatten. Bei einer kleineren Einheit. Obwohl wir damit gar nicht mehr fahren mussten. Das kann gut sein. Ich glaube, da gibt es sogar irgendeinen Wagen, den wir noch nicht gefahren sind. Das müssten wir dann ansonsten nur noch machen und dann eventuell. Fuck, ich bin schon wieder nicht links gefahren. Und dann eventuell noch online halt ein bisschen was machen. Aber ansonsten wären wir mit der Polizei fertig. Klar, Fahndungslevel und so, aber das macht man dann online am besten. So ein bisschen mehr Spannung drin. So, aber bisher sieht das ganz gut aus. Wir haben erst vier Sekunden haben wir. Habe ich nicht nur einmal die Wand berührt? Naja, keine Ahnung. Kann sein, dass ich schon wieder vergessen habe. So, da müssen Nitro her. Ach nee, komm. Ah! Ich wollte erst links lang fahren, dann habe ich erstmal die Einfahrt übelst verpasst. Weil ich gar nicht drauf geachtet habe. Und dann dachte ich mir, nee, doch nicht. Wird zu riskant. Bevor ich da doch noch ein paar Mal die Wand berühre. Und so war es dann ja auch. So, nochmal ein bisschen Nitro hinterher. Wir müssen das jetzt einfach mal schaffen. So langsam. Weil ich habe wirklich auch keinen Bock mehr, die ganze Zeit diese Mission zu machen. Aber so strafentechnisch sieht das schon mal nicht schlecht aus. 8 Kilometer noch in ja, knapp 2 Minuten. Ja, das war ein Fehler, da lang zu fahren. Ich darf einfach nicht die Abkürzung nehmen. Glaube ich. Weil ich sonst wirklich nur überall gegenfahre. So. Die Sirene habe ich jetzt auch mal ausgemacht. Das war knapp. So, schön rumgedriftet. Da links fahre ich diesmal nicht. Fahrmeilenstein, 1000 beinahe Unfälle. Schön. Hätten wir das auch nochmal geschafft. Für unsere 100%. Alter! Mann, das gibt's doch nicht. Ja, komm. Nein, noch 5 Kilometer und 4 Kilometer und eine Minute Zeit. Das sollten wir eigentlich schaffen. Ich glaube, sonst waren wir hier mal bei 3 Minuten 30 oder so. Kann das? Oder irre ich mich da? Na komm. Nitro hinterher. Das muss jetzt einfach mal klappen. So, 30 Sekunden haben wir noch. Ein Kilometer noch vor uns. Sollten wir eigentlich schaffen, solange wir jetzt nicht fahren wie so ein Opa oder so. Sollten wir das schaffen. Und wir haben es geschafft. Und schon wieder halten wir ein Audi an, so wie immer.
Aber okay, endlich. Endlich haben wir das geschafft, ey. Ist ja ätzend gewesen, ey. Mein Gott, ey. Naja, okay. Ach, dann war auch noch eine Hetzjagd. Dann machen wir mal erst die Hetzjagd. Ach, mit dem ist das. Unter 4 Minuten 55 mit 6 Nagelbändern und 2 Turbo. Könnt. Na, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie es werden wird, denn ich weiß nicht, was für eine Zeit wir beim letzten Mal hatten. Auf jeden Fall waren wir zwischen 4 Minuten 55 und 15 Minuten 15. Denn da gibt es dann Silber. So, und das ist ein Mercedes-Benz McLaren. Und jetzt fängt auch schon die Bullenmucke wieder an. So, ein bisschen Drift, ein bisschen Bananenfälle und alles mögliche. Abgeworfenes Nagelband in eurem Bereich entdeckt. Okay. Das Nagelband hat zwar nichts gebracht, aber er ist zur Seite gefahren und hat dann einen anderen Wagen gerammt. Was uns natürlich wieder einen Vorteil verschafft hat. Zwar indirekt, weil wir nicht wirklich beteiligt waren, aber Verdächtiger ist unterwegs in den alten wir haben ihn dazu verleitet, sag ich mal. Okay, aber der Wagen, der ist irgendwie lahm. Ich weiß nicht wieso, aber ich finde, der ist lahm. Oder der sieht einfach nur nicht so schnell aus. Das kann auch sein. So, Nitro abholen. 13 Kilometer sind das. So, machen wir mal Nagelbänder und zack, haben wir ihn erwischt. Nagelbandtreffer, 200 Kopfgeld. Nagelband hat Ziel verfehlt. Und EMP hat ebenfalls das Ziel verfehlt. Ach, fuck. Oh. Natürlich. Komm, Nitro. Dann nehme ich jetzt hier unten bei der Kurve den Turbo, damit ich wieder Speed bekomme. Ist jetzt zwar scheiße eingesetzt eigentlich, weil ich überhaupt nicht über die und die nächste Kurve kommen. Aber egal. Naja, es ging. Hätte besser sein können, aber so bin ich wenigstens wieder auf Geschwindigkeit gekommen, schnell. Denn es geht da hier um Zeit. So, Nagelbänder haben getroffen, wir haben den Kopf zerstört. Das bedeutet, wir haben wieder volles Nitro. Ah. Oh, ist ja okay. Was machen die denn da? Zweimal direkt hintereinander EMP, glaube ich. Ramm mich noch. Danke. Irgendwie Probleme oder so? Na toll, die Nagelbänder waren mal voll für den Arsch. Komm, wir machen nochmal Turbo. Ja, super. Oh mein Gott, wie peinlich. Ich leite die Festnahme ein. Ach komm, das können wir nochmal neu machen. So ein Kack. Wirklich so ein Kack.